weiter mit unserem Kerzenband oder Kerzenmantel, und zwar das Band Nummer 6. Jetzt geht's weiter hier. Ich habe jetzt hier erstmal hier runtergearbeitet, so weit wie ich konnte. Jetzt muss ich hier die Mitte arbeiten. Und zwar verbinden sich jetzt hier und hier, muss ich jetzt erstmal die Spinnenbeine befestigen. Dann mache ich hier diese 4 Löcherschläge, damit es dann wieder hier weitergehen kann. Also man sieht automatisch, wo es weitergeht. Links am Rand kann ich nicht die Spinne arbeiten im Moment. Ihr seht, denn da gehen diese Beine da erstmal raus. Ich mache jetzt aber erst hier in der Mitte weiter und zieht gut an, damit hier die Spinne schön in der Mitte schön dicht wird, und zieht die Fäden einzeln an, also an den Klöppeln einzeln ziehen. Das geht besser, als wenn man paarweise zieht. Dann wird es ordentlicher. So, jetzt mache ich erstmal hier die Löcherschläge wieder. Die Beine sind dreimal gedreht. Und dann kommen hier erstmal rechts und links die Löcherschläge. Erstmal diese beiden hier. Dann gehe ich jetzt hier nach links weiter. Noch eine. So. Na. Und noch ein Bein. Mein Enkelsohn würde jetzt immer wieder sagen, wir ziehen der Spinne die Schuhe an. Ne? Nach den Beinen kommen die Schuhe. Das war so seine Logik immer. Muss ich immer wieder erzählen. Ich finde das so lustig. So, hier auch nochmal. Rechts noch die Schuhe der Spinne. Oh, da habe ich aber, glaube ich, nicht dreimal gedreht. 1, 2, 3. Also aufpassen, dass die Dreher stimmen, dass die nicht zwischendurch aufgehen. So, und noch einmal hier. Und schließen. So, die Paare sind jetzt einmal gedreht. Jetzt mache ich diese 4 Löcherschläge noch. Und dann sind wir auch schon in der Mitte fertig. Hier runter noch. So. Und jetzt geht's hier nochmal weiter. Und da noch einer. Jetzt haben wir die mittleren Löcherschläge gearbeitet. Ah ja, und da müssen wir noch die, habe ich nicht vorgestochen. Da haben wir auch wieder praktisch die Schuhe der Spinne. Die kann ich auch noch machen. Also ihr merkt von selber dann, wenn es nicht mehr weitergeht, dann muss man dann an der anderen Stelle wieder weitermachen. Aber hier geht es noch. Wir können hier noch runter. So, und da noch. So. Die sind jetzt hier erstmal fertig. Dann kann ich links noch, ihr seht es, so, noch einer, dann kommen die beiden hier.
Man könnte jetzt auch hingehen und in der Mitte dann Brüsseler Schläge machen oder die Spinnenschuhe, sage ich jetzt mal, auch im Brüsseler Schlag geht auch. Wem das jetzt insgesamt zu locker ist, alles, aber ich finde für so ein Kerzenband, finde ich das schon angenehm, wenn das ein bisschen filigraner ist. So, hier musste ich jetzt wieder die drei Dreher machen, weil wir ja da wieder die Beine haben. Zwei, drei und der auch noch. Zwei, drei, das sind immer vier Paare an der einen Seite und zwei an der anderen Seite. Die gehen hier rüber wieder. Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei und nochmal. Zwei, drei. So, die werde ich jetzt wieder festmachen und dann können wir da links wieder arbeiten. So, ich habe jetzt hier das mittlere Teil hier fertig. Jetzt habe ich wieder für links die vier Paare liegen für diese Spinne hier. Und an der rechten Seite die vier Paare für diese Spinne hier. Ich ziehe alles nochmal schön stramm. Einzeln ziehen die Klöppel. Hier könnte ich jetzt die Spinne schon mal arbeiten. Ich könnte aber auch jetzt erst nach links gehen. Ich glaube, ich zeige euch jetzt erst nochmal nach links, wie dann wieder die Anbindung in den Rand geht. Ja, und dann haben wir es schon. Dann könnt ihr anschließend, glaube ich, alleine weiter. Dann haben wir alles, habe ich alles gezeigt. Alle Möglichkeiten, da könnt ihr dann alleine weiter arbeiten und dann werde ich dann nur noch den Schluss dann zeigen, wie wir es mit dem Abknoten machen. Da muss ich mir noch was überlegen. So, jetzt hier drehe ich jetzt erstmal die Paare dreimal. Die müssen hier auch alle dreimal gedreht sein. Also einmal ist gedreht, also noch zweimal zusätzlich. Jetzt kann ich erst hier die Spinne arbeiten und zwar mit den zwei Paaren, die hier von rechts kommen. Diese hier, die gehen jetzt durch die linken. Schön im Leinenschlag da durch. Jetzt haben wir es nicht zweifarbig. Daher muss man da jetzt aufpassen und zählen, dass man nicht dann im Eifer des Gefechts durch fünf Risspaare klöppelt. So, also das war jetzt der vierte. Die zwei, wenn ich hier ziehe, kann ich deutlich sehen, dass die von rechts kommen, die beiden hier. So muss es sein. So, und da stecke ich dann die Nadel. Und dann kann ich die zwei wieder zur anderen Seite bringen. So, wenn ich jetzt hier also ziehe, diese beiden, die gehen jetzt hier wieder zurück. Das war jetzt der eine, dann der zweite von links auch hier rüber. So, und jetzt sind die wieder an der richtigen Seite. Immer schön einzeln ziehen auch. Da drehe ich direkt dreimal. Die drehe ich dreimal. So. Zwei, dreimal drehen. Jetzt kann ich hiermit wieder an den Rand anbinden, den Läufer zweimal drehen. Na. Da ist also hier die Anbindung. Und dann gehe ich mit meinem Läufer nach links. Zweimal drehen am Rand. Und wieder nach rechts. Durch die drei Paare. So, hier ziehe ich auch noch mal eben
Hier ist einmal gedreht. Jetzt kann ich hier erst wieder die Spinnenbeine festmachen. Das heißt wieder der Spinne die Schuhe anziehen, sagt mein Enkelsohn wieder. Ja, die Kinder, die haben da so ihre eigene Methode, wie sie sich was merken können. Und das finde ich immer so faszinierend. Deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Kindern. Es macht richtig Spaß. Kindern was beizubringen ist toll. Die sind auch so wissbegierig und wollen alles immer ganz genau wissen. Man muss sie nur lassen. Und vor allen Dingen muss man sie selber kommen lassen. Gezwungenermaßen klappt da gar nichts. Aber wenn man die selber kommen lässt, die sind schon interessiert an diese Sachen. So, jetzt kann ich hier wieder den Rand anbinden erst. Im Leinenschlag auch wieder schließen. Jetzt dran denken, dass ich das rechte Paar an dieser Seite hier auch wieder drehe, also die Schlagwechseldrehung, weil da später ja wieder der Löcherschlag gemacht wird. So. Dann kann ich den nächsten da auch noch. Ja. Also Leute, das war's schon. Hier haben wir wieder das Gleiche. Da mischen sich die Farben aber wieder hier. Die Spinne habe ich ja schon gezeigt. Da machen wir auch mal die Nadel raus. So können wir jetzt weiterarbeiten bis zum Schluss. Und da werden wir wieder abknoten. So wie einzeln abknoten, denke ich mal. So wie wir es auch bei der Kerze Nummer 8 gemacht haben. Aber das zeige ich euch dann. So, ich bin jetzt hier also für meine Kerze am Ende angekommen. Ich habe hier so ein Stückchen weniger muss ich machen. Meine Kerze ist ein bisschen dünner, als das hier angegeben ist. Und ich werde jetzt hier abschließen. So, jetzt folgendermaßen. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Hier an, ich gehe mal hier rüber, machen wir mal erst die einzelnen hier. Die enden hier jeweils mit zwei Paaren an der Nadel. So. Immer zwei Paare. Und die werde ich jetzt auch einzeln abknoten. Ich fange jetzt hier mal an. Da habe ich mit Netzschlag geschlossen. Nimm jetzt die mittleren und mache einmal. Oh, die muss ich ein bisschen länger machen, sonst kriege ich das nicht hin. Diese vier Klöppel an der Nadel abknoten. Die mittleren beiden einen halben Kreuzknoten und wieder in die Mitte ablegen. Die beiden rechten einen halben Kreuzknoten, rechts ablegen. Die beiden linken auch einen halben und so ablegen und noch einmal Mitte, rechts und links. So, jetzt könnte ich die abschneiden. Ich lasse aber einen Faden an dieser Nadel etwas länger, weil ich da nachher in die Anfangsöse vernähen möchte. So, da wickele ich mir den Klöppel ab und denn die anderen drei Fäden schneide ich dann hier so ab, so dass ich sie noch nach dem Stärken, wenn es noch nass ist, noch ein bisschen zurechtziehen kann und dann werde ich da die Stärke drauf machen und es fixieren. So, da schneide ich jetzt ab. Die kommen jetzt schon mal weg. Jetzt habe ich hier links auch noch mal zwei an der Nadel. Da mache ich das Gleiche. Erst die Mitte, dann rechts
und immer wieder schön an die gleiche Stelle zurücklegen. Na. Und hier nochmal. Und nochmal die Mitte. Und nochmal die rechte Seite. Und nochmal die linke Seite. Wenn man immer gleichmäßig die Reihenfolge einhält, dann vergisst man auch nichts. Da lasse ich auch wieder einen Faden etwas länger. Den wickele ich mir jetzt einfach ab. Und die anderen drei Fäden werden abgeschnitten. Und das gleiche nochmal, kommen auch weg hier, da rein ins Döschen. Dann, hier ist über, der ist noch über. Dann habe ich nochmal hier diese an der nächsten Nadel. Die lege ich jetzt mal hier weg. Auch wieder die beiden mittleren zuerst. Und schön an der Nadel, an den Nadel da ranziehen, den Knoten, dass es da schön stramm ist. So, Mitte nochmal. Wenn ich vier Klöppel an einer Nadel abknoten muss, mache ich das immer so. Also da finde ich immer ganz gut. Normalerweise würde man die dann alle vier abschneiden. Aber in unserem Fall hier, ich möchte ja da nähen, lasse ich jetzt was länger und die anderen schneide ich ab. So, da haben wir nochmal eine Nadel hier, das sind diese beiden Paare. Dann machen wir das gleiche von vorne. Ein bisschen länger machen, dann kann ich es besser knoten. Also Mitte, rechts und jeweils schön anziehen. Dann werden die Knoten da ordentlich. Das war links, nochmal die Mitte und nochmal rechts und nochmal links. Und wieder ein Faden etwas länger lassen. Dann nehme ich immer den, wo am wenigsten drauf ist. Aber ich habe hier überall viel drauf noch. Und die anderen schneide ich wieder ab. So. Die sind dann schon mal fertig. Jetzt habe ich hier, da sind die langen Fäden, viermal für vier Nadeln. Die verbrauche ich später zum Vernähen. Jetzt habe ich hier an dem Punkt hier die halbe Spinne, da kommen sechs Paare an. Da kommen sechs Paare an. Ich habe die halbe Spinne gemacht, habe also die beiden von links nach rechts da durchgearbeitet und mir die Nadel gesteckt. Gucken, wo haben wir jetzt die Nadel, steckte nicht richtig da, habe ich mir jetzt mal die dicke Nadel hingesteckt. So, hier sind diese beiden, die von da kommen. Und die werde ich jetzt auch abknoten. Aber etwas anders stelle ich mir vor. Und da werde ich auch einen Faden lang lassen, damit ich dann da oben in die Anfangsöse, wo wir da die... ich zeige es euch noch mal eben. Da komme ich jetzt nicht dran. So weit gar nicht runterziehen, das Brett. Na. Da könnt ihr es jetzt sehen. Da haben wir ja Zauberfäden eingehangen. Da werde ich dann diesen langen Faden mit dem Zauberfaden da einziehen und dann kann ich da oben drauf abknoten. So, aber erstmal müssen wir die anderen hier unten irgendwie befestigen. Ja, damit lässt die Helene uns ein bisschen allein, nicht die Helene, die Lohne, uns ein bisschen allein. Ich habe immer gedacht, sie gibt mal einen Tipp noch, wie man es noch besser machen kann, aber da ist jeder so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Ich werde jetzt da ein kleines Schwänzchen machen. Ein ganz kleines Schwänzchen mit
dem einen Faden hier einfach hier mal so rum an die Nadel und alle Paare noch mal schön einzeln anziehen. Die liegen natürlich jetzt alle hier verwurstelt, aber das ist egal. Einzeln schön anziehen, den Knoten hier festhalten. So, und dann mache ich dann noch einen Knoten, also so einen Schlingknoten darüber. So. Ich denke mal, das reicht dann, wenn wir da fixiert haben. Jetzt kann ich dieses Bündel so auf diese Länge abschneiden. Schere. Und mit dem einen Faden hier werde ich dann später vernähen. So, hier habe ich jetzt an dieser Stelle hier auch die halbe Spinne und dann auch mit einem kleinen Schwänzchen nur zwei solche Schlingknoten darüber gemacht. Das reicht dann. Und einen Faden lang gelassen, die anderen abgeschnitten. Jetzt habe ich noch hier vier Paare vom Rand. Da habe ich mir jetzt die Nadelpunkte so gemacht, wie die hier unten auch angezeichnet sind am letzten. Das heißt, ich habe da noch zwei Nadel oder einen Nadelpunkt dazwischen gesetzt, genau auf der Hälfte, dass ich da auch drei Nadelpunkte habe. Jetzt habe ich hier an der linken Seite bin ich mit meinem Läufer ausgekommen. Ich mache mal ein bisschen, nee, größer brauche ich nicht. Mit dem Läufer bin ich hier links ausgekommen, habe mir die Nadel da hingesteckt und da auch eine Nadel hin und da noch eine Nadel hin. So, immer dazwischen. Und jetzt werde ich mit der Brückereihe abknoten. Und zwar mit dem hier, die ich jetzt einmal durch alle Paare durch. Brückereihe heißt Knoten von rechts nehmen, nach links weglegen. Einen halben Kreuzknoten. So. Ich habe den in anderen Filmen auch schon mal erklärt, aber ihr sollt es hier noch mal sehen. So, letzten angekommen. Jetzt lege ich der linke unter den rechten Faden nach rechts weg und gehe noch mal die Reihe zurück. Man hätte da jetzt auch noch mit einem auch mit einem kleinen Schwänzchen machen, arbeiten können, aber ich wollte das jetzt hier mal so. Dann seht ihr auch diese Methode. Wir haben da ja drei Nadelpunkte praktisch. Immer schön nach unten drunter weglegen. So, und hier mit dem letzten noch einmal so. Noch einmal tauschen die beiden und noch einen Knoten zur Sicherung da drauf. So, jetzt kann ich die abschneiden und lasse mir auch wieder einen Faden lang. Ich suche mir jetzt immer einen Klöppel aus, wo möglichst wenig noch drauf ist, weil ich die Reste nochmal verarbeiten kann. Und diese schneide ich jetzt hier wieder ab. Da abschneiden. So, und das Ganze machen wir jetzt auch auf der rechten Seite und dann haben wir es schon fertig. Die gehen jetzt mal alle hier rüber, dass ich rechts frei habe. So, da bin ich jetzt an der rechten Seite, da habe ich mir auch wieder, dass da drei Nadelpunkte sind, also einen Punkt noch dazwischen gesetzt. Jetzt fange ich hier an. Erstmal hier wieder sortieren. Sind mir ein bisschen durcheinander gekommen. So, da setze ich mir jetzt auch wieder die Nadeln dazwischen. Zwischen diesen beiden Paaren. Und da nochmal eine Nadel hin. Dann bleibt es gerade. Dann haben wir da eine gerade Kante.
So, jetzt fange ich auch wieder links an. Einen Knoten, den rechten Klöppel nach links unter den linken weglegen. Wenn ich in diese Richtung gehe, den rechten Klöppel unter den linken nach links weglegen. Rechts nehmen und drunter nach links weglegen. So. Hier nochmal. Noch einmal. Noch einmal. Jetzt gehen wir nach rechts weg, links nehmen, nach rechts weglegen, na. Na, jetzt hat sich das hier. So. Also, da reicht jetzt einmal hin und einmal zurück. Hier noch einmal. Na, ist ein bisschen kurz, dann kommt man da nicht durch. So, nochmal tauschen und nochmal einen draufsetzen. Einen lasse ich jetzt wieder lang. Gucken, welcher soll das sein? Na, ist alles hier hops wie gesprungen. Nehmen wir mal den hier, den wickele ich ab. Weglegen und die anderen schneide ich ab. So, dann haben wir dieses Band auch fertig. Ich werde jetzt stärken. Mit Föhtrix stärke ich immer. Und dann kann ich abnadeln. Also, hier habe ich jetzt die beiden Mäntelchen noch fertig. Und zwar eins mit der Nummer 1. Das war das hier. In grün. Mit dem etwas dickeren Pergam dadurch. Hier wollte ich auch gleich den Abschluss zeigen. Da hatten wir ja die Saalkante gemacht und dann zusammengenäht am Ende. Das ist natürlich eine etwas dickere Wulz geworden, ob schon das hier jetzt im Film schlimmer aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Aber irgendwie muss man die Teile ja zusammenbringen. So, steht ein bisschen schräg hier auf meinem Brett. Aber ich glaube, so könnt ihr es sehen. Das hier ist die Nummer 6 mit der asymmetrischen Spinne. Ich finde die auch sehr schön. Ich habe eine weiße Kerze dafür genommen. Diese hier mit dem grünen Garn, die schimmert etwas grünlich. Und hier haben wir ja den Abschluss gemacht einzeln. Mal eben die Rückseite. Mal, wo haben wir sie denn jetzt? Sehe ich doch die Rückseite nicht hier. Ja, gibt es das? Also gar nicht mehr zu erkennen. Ah, da. Da haben wir die einzelnen kleinen Knötchen da am Ende. Am besten ließ sich da in der Spinne, ließen sich die Paare da abknoten. Das war am einfachsten. Aber ich habe auch noch keine bessere Idee gefunden, wie man es sonst machen kann. Wenn jemand von euch da eine Idee hat, wie man es noch einfacher machen kann, ohne irre viel Aufwand. Klar, mit Zauberfäden und so, aber das ist auch so unübersichtlich. Vor allen Dingen, weil das Band nicht lang genug ist. Das kann ich dann nicht auf dem Brett machen. Da muss man alles abnadeln und dann, aber das ist natürlich sehr schwierig. So, das wollte ich euch jetzt nur zeigen zum Abschluss. Diese beiden Kerzen, die anderen, die habt ihr ja gesehen. Ich werde auch da mal Fotos machen und die noch bei Facebook einstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Zeigt mir mal eure Version, vor allen Dingen auch eure Rückseiten. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie ihr das hinkriegt.
ob ihr das besser hinkriegt als ich. Gut, und wem der Kanal gefällt, wem meine Videos gefallen, darf gerne abonnieren, würde mich freuen und auch weitersagen vor allen Dingen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.